Ich möchte euch hier mal ein Video geben über ein ICE-Familienabteil. Das ist das Abteil, da stehe ich jetzt drin. Hier ist ein Platz für eventuell für einen Kinderwagen. Ein Wickeltisch, der in der Wand versenkbar ist. Das sieht man hier passend an dem Kinderwagenplatz. Ist jetzt nichts Besonderes. Weiterhin gibt es nochmal einen Haken. Ein Bereich, wo man durchaus mal ein Kind spielen lassen kann. Das ist relativ groß. Das Abteil ist vielleicht 2x4 Meter groß. Eine Tür, die abgeschlossen ist. Individuell einstellbare Heizung und Beleuchtung. Eine Notbremse gibt es auch. Und hier gibt es den Gemeinschaftstisch. Das ist wie so eine Eckbank. Relativ bequem sieht das aus, wobei ja die anderen Sitze im ICE sind deutlich bequemer als diese hier. Das ist mir fast ein bisschen steif. Es gibt dann noch über den Sitzplätzen individuell einstellbares Licht. Eine Gepäckablage gibt es ebenfalls. Und der Tisch, der ist auch so ausklappbar, dass man den individuell nochmal verändern kann. Ein Papierkorb gibt es. Eine Steckdose ebenfalls. Diese Steckdose ist bis maximal 60 Watt für einen Babykosterwärmer gedacht. Und insgesamt würde ich sagen, dass in dieser Familienabteil zwei Familien Platz haben. Beziehungsweise 1, 2, 3, 5 vollwertige Sitzplätze sind und anderthalb Sitzplätze für Kinder, wenn man das so sehen möchte. Alles in allem durchaus mal eine Überlegung wert, so ein Abteil zu buchen. Rollos gibt es natürlich ebenfalls.